Das steht, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Namo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Dialog für eine bessere Welt in Erinnerung an Francisco Varela. Die Kerngruppe für die tibetische Sache Indien trifft Xi Jinping und Singh. Neuer US-Gesetzentwurf gegen China bekräftigt Grundgedanke der tibetischen Politik und den Support Act 2020. Tibet-Büro in Washington D.C. schließt sich Tiananmen-Gedenkfeier an. Am Mittwoch dieser Woche während des Dialogs für eine bessere Welt erinnerte seine Heiligkeit der Dalai Lama an Francisco Varela und bekräftigte sein Engagement für die Förderung der Einheit der Menschheit. Seine Heiligkeit drückte seine Bewunderung für Varela aus und sagte, dass es jemanden wie Varela brauche, der den Buddhismus verstehe, aber auch beruflich ein Wissenschaftler sei. So then, when I met Varela, he, one way, is a scientist. But at the same time, he also sort of showing his deep interest about Buddhism. So often he mentioned when we discuss when a subject about Buddhism, then he say, now I have the Buddhist cap, then say something about Buddhism, Buddhist philosophy. He say, now cape of scientist. Yes. Then he mentioned about science. He one of the person who really very much impressed me, and I always remember him. So this picture always in my room, I always keep this picture. Dies ist die erste Veranstaltung einer Reihe mit dem Titel Francisco and Friends, an Embodiment of Relationship, zum Gedenken an Varela, einen der Hauptgründer von Mind and Life Institute, der vor über 20 Jahren verstorben ist. Ziel des Mind and Life Institutes ist es, einen Dialog zwischen moderner Wissenschaft und Buddhismus zu fördern, um die Möglichkeiten und Einsichten, die sich aus einem solchen Dialog ergeben können, zu erforschen. Die Core Group for Tibetan Cause India hielt am Sonntag dieser Woche ihr erstes Treffen mit dem neu gewählten Präsidenten der CCA, Bimba Tsering, ab. Während des Treffens wurde Präsident Bimba Tsering über die Funktion der Kerngruppe informiert und es wurde über die erwarteten Ergebnisse, Bereiche des Fortschritts und die Ziele der kommenden Aktivitäten diskutiert. That with his vast experience, both in the administration and also in the parliamentary, he will be able to meet the aspirations of the people of Tibetans and also the cause of the Tibet and also the aspirations of His Holiness the 14th Dalai Lama. Nach seinem Treffen mit dem obersten Justizbeauftragten der CTA in der vergangenen Woche traf sich Xi Jinping auch mit den Leitern verschiedener Behörden, der Exilverwaltung sowie mit Medien und wichtigen tibetischen NGOs. Bei den Treffen hob der Sitium die Stärkung der internen Beziehungen hervor, indem er auf alle Teile der Exilgemeinde zugehe. Während seiner Interaktion mit den Medien wiederholte der Sitium die Hauptprioritäten seiner Legislatur und die Stärkung der Rolle der Medien als vierte Säule der Demokratie. Der US Innovation Competition Act, auch bekannt als Endless Frontier Act, um der wachsenden Bedrohung durch Chinas Behauptungen zu begegnen, bekräftigt auch die Grundgedanken des Tibetan Policy and Support Act of 2020. Unter Section 3306 und 3307 fordert der Gesetzentwurf mehrere Bestimmungen für Tibet, einschließlich der Ernennung eines Sonderkoordinators für tibetische Fragen im Rang eines Unterstaatssekretärs oder höher durch den US-Präsidenten. Der Gesetzentwurf ermutigt den Außenminister außerdem, sich mit Verbündeten zusammenzutun, um die Selbstbestimmung der tibetischen Buddhisten in der Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama zu unterstützen und sich der chinesischen Einmischung zu widersetzen. Der US Innovation and Competition Act stellt 250 Milliarden Dollar durch Investitionen in der Wissenschaft zur Verfügung, um mit China konkurrieren zu können. Der US-Senat verabschiedete den überparteilichen Gesetzentwurf am Dienstag dieser Woche mit einer überwältigenden Mehrheit von 68 zu 32 Stimmen.
In Solidarität mit dem 32. Jahrestag der Niederschlagung der Demonstranten auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 in China wurde eine virtuelle Gedenkveranstaltung mit der Sinfonie Nummer 3 von Wang Xilin abgehalten. Der Repräsentant Mudub Tsering vom Tibet-Büro in Washington D.C. bemerkte, dass seine Heiligkeit der Dalai Lama die chinesische Führung offen für die Anwendung von Gewalt kritisierte, obwohl dies in einer kritischen Zeit des sino-tibetischen Dialogs war. Führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt, darunter die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, der Kongressabgeordnete Chris Smith, der Co-Vorsitzende der Menschenrechtskommission des US-Repräsentantenhauses Tom Lantis, der ehemalige US-Botschafter für internationale Religionsfreiheit Sam Brownback, der ehemalige Außenminister Mike Pompeo, der USCIRF-Kommissar Nuri Turco und der Abgeordnete Tom Malinowski sprachen bei dieser Gelegenheit. Herr Tsöding Gyatso, der Verbindungsbeamter zu China des Tibet-Büro in Washington D.C., nahm an der Gedenkveranstaltung in Flushing, New York teil, wo er den Märtyrern der Niederschlagung auf dem Platz des Himmlischen Friedens seinen feierlichen Tribut zollte und sagte, dass auch die Tibeter seit der Niederschlagung durch die Kommunistische Partei in Tibet im Jahr 1959 ähnliche Schrecken erlitten haben und weiterhin erleiden. An der Veranstaltung nahmen 10 verschiedene pro-demokratische Parteien und Hauptredner teil, die die Niederschlagung tatsächlich miterlebt hatten. Der Repräsentant Mudub Tsering, Tibet-Büro in Washington D.C., nahm ebenfalls an der jährlichen Vorstandssitzung der Peace Jam Foundation am Freitag letzter Woche teil. Eine Stiftung, die eine Generation von Friedensstiftern inspiriert, sich selbst, ihre lokalen Gemeinschaften und die Welt zu verändern. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.